wir nun zu diesem Ereignis der satanischen Verse. Einige von euch, die jetzt vielleicht beim letzten Mal nicht da gewesen waren, werden sich fragen, was hat denn bitteschön der Roman, die satanischen Verse von Salman Rushdie mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu tun? Wenn wir von den satanischen Versen sprechen, dann meinen wir damit nicht den Roman von Salman Rushdie, der unter anderem auf diese Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen werden, in seinem Roman anspielt, sondern wir beschäftigen uns mit einem Ereignis, welches wir schon angesprochen hatten und welches der Grund dafür gewesen war, dass die Muslime, welche nach Abessinien, Al-Habasha, ausgewandert waren, wieder nach Mekka zurückkehrten nach kurzer Zeit. Welches Ereignis war das gewesen? Könnt ihr euch noch erinnern? Um welches Ereignis geht es hier? Dieses Ereignis wird authentisch überliefert. Und zwar bei Al-Bukhari unter anderem, von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa arda, aber auch von vielen anderen Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sajada al-Nabiyu, sallallahu alaihi wa sallam, bin Najmi, wa sajada ma'ahu al-Muslimun, wal-Mushrikun, wal-Jinn, wal-Ins. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam warf sich mit der Sura An-Najm nieder und mit ihm warfen sich die Muslime, die Mushrikun, die Jinn und die Menschen nieder, im Allgemeinen. Also alle, die anwesend waren, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vor der Kaaba ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, anfing Surat An-Najm laut zu rezitieren und dann am Ende zu dem Vers gelangte, Fasjudu lillahi wa'budu, so werft euch vor Allah nieder und dient Allah subhanahu wa ta'ala, haben sich alle Menschen, die zu diesem Zeitpunkt an der Kaaba waren, niedergeworfen. Egal ob Muslim oder nicht Muslim. Weil sie so überwältigt gewesen waren von den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rezitierte. Das ist die authentische Überlieferung. Und das ist der Grund dafür, warum sich das Gerücht verbreitet hatte, dass die Quraysh zum Islam übergetreten seien. Und daraufhin die Muslime, welche in Al-Habasha waren, zurückgekehrt sind, weil sie sich gefreut haben, dass die Quraysh jetzt Muslime geworden sind, weil sie, wie gesagt, jetzt den Islam angenommen haben. Nur hat sich dann herausgestellt gehabt, dass das gar nicht so war. Jetzt gibt es zu diesem Ereignis eine Geschichte. Diese Geschichte nennt man die Geschichte der satanischen Verse. Bekannt ist diese Geschichte auch unter dem Namen Qissat al-Gharaniq. Qissat al-Gharaniq. Die Geschichte der Kraniche. Ein Kranich ist ein Vogel, kennt Vogel, ne? Diesen Al-Gharaniq ist ein Kraniche. Was hat es auf sich mit dieser Geschichte? Ich fasse sie zusammen. Es gibt da ganz verschiedene Versionen. Sehr lange, manche etwas kürzer, manche etwas länger. Und zwar wird behauptet, dass sich die Quraysh nur niedergeworfen hätten, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeblich was getan haben soll. Er soll angeblich, während er Surat An-Najm rezitierte, die Götzen gelobt haben. Und zwar ohne, dass er das eigentlich wollte. Es wurde ihm aber auf die Zunge gelegt durch den Shaitan. Und deswegen auch die satanischen Verse. Und es handelt sich hierbei um zwei Verse. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Verse aus Surat An-Najm rezitierte, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, habt ihr nicht Al-Manat oder Manat und Al-Uzza gesehen? Und Al-Lat, also diese Obergöttin, und Al-Uzza, wa Manat, die dritte, Al-Thalithat al-Ukhra. Und jetzt soll der Shaitan dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, während er das rezitiert hat, was auf die Zunge gelegt haben? Folgende Worte. Tilka al-Gharaniq al-Ula, وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى oder لَتُرْتَضَى. Jene hohen Kraniche, wahrlich ihre Fürsprache wird erhofft.
Und als dann die Muschrikun das gehört haben, haben sie angeblich zueinander gesagt, ah, er lobt unsere Götzen, er geht auf uns zu, also werfen wir uns auch mal nieder. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er soll so traurig laut dieser Überlieferung über dieses Ereignis gewesen sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn trösten musste. Und daraufhin, direkt danach, soll ein Vers herabgekommen sein aus Surat al-Hajj. Und Surat al-Hajj ist die Sura Nummer 22. Und zwar konkret der Vers Nummer 52. Und in diesem Vers heißt es wie folgt. Und ich lese einfach vor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Und wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Satan in seinem Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft. Hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest und Allah ist allwissend und allweise. Dieser Vers soll sich angeblich auf was beziehen? Auf dieses Ereignis. Und dass der Shaitan, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Wunsch hatte, und ich komme gleich auf dieses Wort Umniyya und Tamanna zu sprechen, der Shaitan dem Propheten etwas dazwischen wirft. Und das, was er dazwischen geworfen haben soll, sollen genau diese beiden Verse sein, mit denen er angeblich die Götzen gelobt haben soll. Jetzt sagen einige, ja, komische Sache. Gibt es wirklich so etwas? Ja, diese Überlieferung gibt es, sehr viele sogar. Es gibt diese Überlieferung. Sagen ein gut, okay, aber was ist jetzt, warum sprechen wir jetzt so ausführlich darüber? Ich sage euch, warum wir so ausführlich darüber sprechen. Und zwar, es gibt kaum ein Buch, was von einem Nicht-Muslim, einem Orientalisten oder einem Islamwissenschaftler verfasst wurde über das Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem nicht auf genau dieses Ereignis eingegangen wird, das sogenannte Ereignis der satanischen Verse, und behauptet wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Pragmatiker gewesen sei, der durchaus bereit gewesen war, auf die Götzendiener zuzugehen, nur damit er ihre Unterstützung bekomme. Hört mal, ich zitiere euch einfach mal, was ein bekannter Islamwissenschaftler und Arabist geschrieben hat in einem sehr ausführlichen Buch über das Leben unseres Propheten. Es gibt, glaube ich, keine ausführliche Biografie über das Leben als das Buch von Tilman Nagel. Das heißt einfach nur Mohammed. Er schreibt Folgendes. Aber geradlinig verlief Mohammeds Weg zum Ein-Gott-Glauben eben nicht. Nochmal, hört gut zu. Aber geradlinig verlief Mohammeds Weg zum Ein-Gott-Glauben eben nicht. Also mit anderen Worten, er hat auch krumme Wege beschritten. Denn als sich die Möglichkeit abzeichnete, eine schön wissenschaftliche Sprache, denn als sich die Möglichkeit abzeichnete, durch ein Entgegenkommen in der Frage der Göttinnen die Mekkaner zur Ausübung der von ihnen geforderten Riten zu bewegen und dadurch für sich und seine Anhänger ein freundliches Klima zu schaffen, nutzte er sie. Also mit anderen Worten, er hat das ausgenutzt, nur damit er in irgendeiner Weise die Zufriedenheit und das Wohlwollen der Mekkaner bekommt und hat dementsprechend dann sich einfach diese Verse ausgedacht. Was sagen viele der Orientalisten? Diese Geschichte muss authentisch sein. Warum? Weil sie nicht im Sinne des Propheten Mohammeds ist. Und dementsprechend muss sie authentisch sein. Ohne das näher nachzuprüfen, ob das wirklich stimmt, ob die Geschichte Sinn macht, ob sie keinen Sinn macht, ob sie authentisch überliefert wird oder nicht. Ja, es gibt sogar einige der Mohammed-Biografen, das sind schon etwas ältere wie Muir und Sprenger, das sind Leute, die Biografien zum Propheten verfasst haben, die sogar noch weitergehen aufgrund dieser Geschichte. Sie sagen, dass nämlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass ein Beweis dafür sei, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Hochstapler sei unter den Propheten. Also nur ein Lügenprophet. Das sei der beste Beweis dafür. Und da seht ihr, diese Geschichte der satanischen Verse,
ist nicht irgendeine Geschichte. Es ist eine Geschichte, mit der man sich beschäftigen muss. Wo man auch wissen muss, wie ist das eigentlich? War das wirklich so gewesen? Stimmt diese Geschichte oder stimmt sie nicht? Das Problem ist bei der Sache, es gibt kein Tafsir, keinen Koran-Kommentar, in dem nicht diese Geschichte überliefert wird. Warum? Weil sie über mehrere Wege überliefert wurde. Mal etwas ausführlicher, mal weniger ausführlich. Die andere Sache ist die, es gibt sogar einige große Gelehrte, zu denen unter anderem beispielsweise Ibn Taymiyyah gehört und andere, welche behauptet haben, diese Geschichte sei authentisch gewesen. Also wir haben auch Gelehrte, welche davon ausgehen, dass diese Geschichte authentisch gewesen sei. Und welche keinen Widerspruch zwischen der Geschichte und dem Koran sehen, wie beispielsweise den Worten Allahs, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Er spricht nicht aus Neigung, er ist nur eine geoffenbarte Offenbarung. Weil wenn das einmal geschehen ist, kann das ja auch ein zweites Mal geschehen sein. Das ist das Problem bei der Sache. Das heißt, am Ende wissen wir gar nicht, was ist jetzt vom Shaitan und was ist wirklich von Allah, wenn man theologisch an die Sache herangeht. Und demnach ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diese Geschichte mal etwas näher anschauen. Beginnen wir zunächst erst einmal mit den beiden Versen. Die Verse, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas hinzugefügt haben soll durch den Shaitan, sind welche Verse gewesen? Die Verse in Surat An-Najm. Was würdet ihr sagen, Surat An-Najm, wenn ihr euch Surat An-Najm anschaut? وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Kurze Verse, ganz kurze Verse. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. Hört sich sehr, sehr wie ein poetisch an, oder? Diese kurzen Abschnitte, die sich reimen, die so poetisch klingen. Was würdet ihr sagen? Gehören sie eher in die mekkanische oder eher in die medinensische Phase? Und wenn wir uns die mekkanische Phase anschauen, eher in die frühmekkanische Phase oder eher in die spätmekkanische Phase? Was würdet ihr sagen? Wie bitte? Medina, warum Medina? Wie kommst du auf Medina? Ja, wann wurden denn diese kurzen und knappen Verse offenbart? In Mekka. Ja, warum? Worum ging es denn in Mekka? In Mekka ging es darum, die Aufmerksamkeit der Quraysh auf sich zu lenken. Und das ging nur mit solchen impulsiven Versen. وَالضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Dann Schwuren wie وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحَى. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Ja, alles, ja, Verse, die kurz und knapp sind. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Wenn du diese Verse hörst, الْقَارِعَةِ مَا الْقَارِعَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ. Die Pochende, was ist die Pochende und was lässt sich wissen, was die Pochende ist? Alles Dinge, die erst einmal die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Worte Allahs lenken sollen. Und dementsprechend, wenn ich höre, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, ja, gleich dieser ein Schwur, kurze Verse, deutet es darauf hin, dass es sich hierbei um eine Sura handelt, die relativ am Anfang offenbart wurde. Und deswegen, die Gelehrten sind sich darüber einig, dass diese Geschichte, diese Sura, eine frühmekkanische Sura ist. Und die Hadithe, auch die authentischen Hadithe bei Bukhari, deuten darauf hin, dass diese Sura sehr früh offenbart wurde, also mindestens vor dem 5. Jahr nach der Bi'tha, also nachdem Muhammad sallallahu zum Propheten berufen wurde. Wenn wir uns jetzt aber diese Geschichte anschauen, dann geht aus der Geschichte hervor, dass direkt danach welcher Vers offenbart wurde, um den Propheten zu trösten? Der Vers aus Surat al-Hajj, den wir gerade vorgelesen haben. Dieser Vers Nummer 52. Jetzt stellt sich aber die Frage, Surat al-Hajj, wann wurde sie eigentlich offenbart? Medina? Frühestens, allerfrühestens. Allerfrühestens in der spätmekkanischen Phase. Was heißt spätmekkanische Phase? Spätmekkanische Phase heißt relativ am Ende dieser Phase und kurz vor der Hijra, wenn nicht sogar während der Hijra, während der Auswanderung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina. Was ist der Beleg dafür? Der Beleg dafür ist das Thema dieser Sura.
Um was geht es denn in dieser Sura? Sura al-Hajj. Neben der Hajj geht es worum? Es geht um beispielsweise die Erlaubnis zum Kampf. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Denjenigen, die unterdrückt wurden, wurde erlaubt. Was erlaubt? Zu kämpfen. Weil sie unterdrückt wurden. Und weil sie bekämpft werden. Das heißt, diese Sura spricht über Themen, die eigentlich gar nicht in die amerikanische Fassung gehören. Und deswegen gibt es einen sehr, sehr bekannten Orientalisten, der heißt Theodor Noldecke. Diejenigen, die Arabistik oder Islamwissenschaft studiert haben, die kennen diesen Namen. Theodor Noldecke, der hat ein Buch geschrieben, das besteht aus 3 Bänden. Das heißt, die Geschichte des Korans. Und in dem ersten Band, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, im ersten Band, hat er alle Suren und nach der Zeit der Offenbarung unterteilt. Und selbst er sagt, dass Surat al-Hajj eine spätmekkanische Sura ist. Wenn wir uns jetzt aber diese Überlieferung anschauen, dann sehen wir, dass in dieser Überlieferung etwas ganz anderes steht. Was steht da drin? Da steht drin, direkt nachdem er das gelesen hat, kam dieser Vers aus Surat al-Hajj herab. Wie geht das? Der ist auch erst viel später herabgekommen. Eindeutig erst viel später herabgekommen. Also kann diese Sura schon mal aus dieser Geschichte schon mal aus diesem Grund gar nicht stimmen. Und muss irgendwie zusammengebastelt worden sein. Kommen wir jetzt zum nächsten Aspekt. Wenn wir uns jetzt diese beiden satanischen Verse mal etwas näher anschauen. Nochmal. Tilkal Raraniqul Ula. Jene hohen Kraniche. Was ist denn ein Raraniq? Raraniq ist der Plural von Rirnauq. Und Rirnauq ist ein Wort, was die damaligen Araber kaum verwendet haben. Und schon gar nicht verwendet haben, um ihre Gottheiten zu loben. Diese 3 Gottheiten, welche in diesen Versen erwähnt werden. Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Was sind das für Gottheiten? Männliche oder weibliche Gottheiten? Alles weibliche Gottheiten. Gut. Rirnauq ist die Bezeichnung für einen männlichen Vogel, der einen langen Hals hat. Für einen männlichen Vogel, der einen langen Hals hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sollte man bitteschön weibliche Gottheiten mit einem männlichen Vogel vergleichen, der einen langen Hals hat? Ist das ein Lob oder ist das eher ganz im Gegenteil? Stell dir mal vor, ich sage zu einer Frau, ich will sie loben, ich sage, du hast einen so hübschen Hals, genauso wie Arnold Schwarzenegger. Ja, weil dann habe ich sie nicht damit gelobt, sondern ich habe, ganz im Gegenteil, ja, ich habe sie gekränkt. Ja? Ja, du siehst so hübsch aus wie, keine Ahnung, ja? Wie ein Bär. Ja? Wenn ich zu einem Mann sage, du bist ein Bär, dann freut er sich, oh, mashallah. Ja? Aber wenn ich zu einer Frau sage, du siehst aus wie ein Bär, dann, naja, ja, dann ist das alles andere als ein Lob. Ja? Also ich würde niemals eine Frau mit einem Bären vergleichen. Ja? Außer ich will sie kränken, das ist was anderes. Ja? Ja? Was? Ja, genau richtig. Da kommt die Frau und dann wird sie wirklich zum Bären. Ja? Und würde ich auffressen. Ja? Und dementsprechend, das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen, Mohammed Abdu und einige andere haben gesagt zu diesem Vers, also, was ist das für ein Lob? Das ist überhaupt gar nicht bekannt unter den Arabern, dass sie ihre Gottheiten damit gelobt haben. Das ist eine erfundene Geschichte. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Aspekt. Und zwar gucken wir uns doch einfach mal die Überlieferung selbst an. Und wenn wir uns die Überlieferungen anschauen, dann können wir diese Überlieferungen, welche überliefert werden, in 2 Kategorien unterteilen. Einmal eine Kategorie, ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert heute, aber es ist wichtig, dass wir das auch wissen. Die erste Kategorie sind die Überlieferungen, welche am häufigsten überliefert wurden in Bezug auf diese Geschichte. Nämlich sogenannte Mursal-Überlieferungen. Was ist denn ein Mursal-Hadith? Was ist ein Mursal-Hadith? Was ist ein Mursal-Hadith? Ja. Wie bitte? Nein. Was ist ein Mursal-Hadith? Nein. Mursal-Hadith. Ein Mursal-Hadith. Genau. Es ist ein Hadith, wo es eine Lücke
im Isnad gibt. Was ist der Isnad? Die Überliefererkette. Ihr müsst euch das so vorstellen, für diejenigen, die das nicht wissen, ein Hadith besteht aus zwei Teilen. Einmal dem Isnad, die Überliefererkette, und einmal dem Metten, der Text, der überliefert wird. Und eine der Hauptvoraussetzungen dafür, damit eine Überlieferung authentisch ist, ist was? Dass der Isnad, das heißt die Überliefererkette, vollständig ist. Ich erkläre euch das mal, damit wir das nur verstehen. Das ist ganz wichtig. Nehmen wir mal an, ja, ihr seid jetzt heute hier in meinem Unterricht und ihr erzählt, oder sagen wir mal, Mahmoud erzählt seiner Mutter zu Hause, ich habe heute das und das gehört. Und sie erzählt es ihrem Ehemann und er erzählt es dann seinem Bruder. Und jetzt erzählt der Bruder, ich habe gehört von meinem Bruder, ja, der von seiner Frau gehört hat, dass Farid das und das gesagt hat. Dann wird irgendwann mal jemand kommen und sagen, hä? Sie war doch noch nie im Unterricht von Farid gewesen. Da muss doch irgendjemand fehlen. Wer ist diese Person, die fehlt? Und genau das ist ein Mursal-Hadith. Ein Mursal-Hadith ist ein Hadith, wo ein Sahabi fehlt. Das heißt, der Tabi'i, also diejenigen, die die Sahabe gesehen haben, aber nicht den Propheten, sondern die Nachfolgegeneration, der sagt, das und jenes ist geschehen. Da fehlt diese Kontaktperson zwischen dem Propheten und zwischen der Generation darauf. Und jetzt stellt sich natürlich, wer ist diese Kontaktperson? Wer war das? Ist es ein Sahabi gewesen? Oder war das ein anderer Tabi'i? War das ein Lügner gewesen? Wir wissen es nicht. Und dementsprechend lehnen die Gelehrten meistens in der Regel Mursal Hadith ab. Okay, das ist irgendwie ein. Dann gibt es einen einzigen sozusagen Musnad Hadith. Was ist ein Musnad Hadith? Es ist das Gegenteil von Mursal. Ein Musnad ist ein Hadith, der verbunden ist. Wo das Ereignis auf einen Sahabi zurückgeführt wird. Und zwar, welcher Sahabi ist das? Derselbe, den wir auch diese Überlieferung bei Bukhari haben, nämlich Abdullah ibn Abbas. Ist der einzige, von dem diese Geschichte überliefert wird, also so ausführlich mit diesen satanischen Versen. Nicht diese Kurzgeschichte, wo nur gesagt wird, dass sie sich niedergeworfen haben. Ich rede jetzt von dieser Geschichte mit den satanischen Versen. Alle Überlieferungsketten, die auf Abdullah ibn Abbas zurückgehen, sind nicht authentisch. Also was haben wir für ein Problem? Wir haben hier eine Überlieferung, die zwar teilweise authentische Isnade hat, aber nur auf einen Tabi'i zurückgehen und keinen verbundenen Isnad haben. Und die zweite Kategorie ist verbundene Isnade, aber die sind alle nicht authentisch. Kann ich mich auf so etwas stützen bei solch einer Geschichte, die dem Koran widerspricht? Natürlich nicht. Jetzt kommt noch etwas anderes hinzu. Wie alt war denn Abdullah ibn Abbas gewesen, als er, sage ich mal, den Propheten zu Hause kennengelernt hat? Hm? War ein kleiner Junge, oder? Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hat er noch gar nicht gelebt. Das heißt, er überliefert etwas, was er gar nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Wenn jemand etwas überliefert, was er nicht mit anderen Augen gesehen hat, um was für eine Geschichte muss es sich dann handeln? Um eine Geschichte, die verbreitet war. Aber komisch, weil der Einzige, der diese Geschichte überliefert, angeblich, ist wer, und das wird nicht mal authentisch auf ihn zurückgeführt, ist Abdullah ibn Abbas. Und daran erkennen wir, diese Geschichte ist fingiert, diese Geschichte ist erfunden, diese Geschichte hat keine Grundlage. Sie ist in jeder Hinsicht falsch. Es gibt noch einige andere Aspekte, die darauf hinweisen, aber ich möchte es dabei belassen. Diese Geschichte ist einfach falsch. Sie hat keine Grundlage in unserem Glauben. Auch wenn es einige Gelehrte gab, die gesagt haben, man kann diese Geschichte noch akzeptieren aufgrund der vielen Überlieferungen, die wir haben. Nein, diese Geschichte, sie hat sich verbreitet nach dem Tode des Propheten. Und deswegen wird sie von so vielen Tabi'in überliefert, die das gehört haben, aber die nicht wissen, woher diese Geschichte wirklich stammt. Das Einzige, was historisch bewiesen ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Surat An-Najm vor der Kaaba gelesen hat und sich die Mushrikun niedergeworfen haben. Das ist das Einzige. Alles andere, was drumherum erzählt wird mit diesen satanischen Versen, hat keine Grundlage und ist nicht authentisch. Und dementsprechend, wenn ihr irgendwann einmal das hören solltet, ganz, ganz wichtig, dass jemand sagt, ja, die satanischen Versen, könnt ihr gleich sagen, das ist nicht authentisch. Das ist erlogen und erstunken und hat keine Grundlage in unserem Glauben und wir akzeptieren solche Geschichten auch nicht. Warum? Weil sie nämlich unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Propheten gänzlich in Frage stellen. Weil wenn er einmal etwas vom Shaitan auf die Zunge gelegt bekommen haben kann,
dann kann es auch nochmal geschehen sein. Und dann kann ich im Grunde genommen auch diesem Koran nicht mehr vertrauen. Und das ist ja auch genau das, was viele beispielsweise radikale Christen behaupten, Missionare, die immer wieder sagen, ja, zu Mohammed ist sei ein Dämon gekommen und er dachte, das wäre Gabriel gewesen, obwohl es gar nicht Gabriel gewesen war, aus Sicht dieser Missionare. Alles Unsinn. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.